Hier ist der Wochenrückblick. 7 Tage lang News. Kunstrasen. Wir blicken zurück. Ey, wenn das mal nicht ein Gipfel, ein richtig großes Ziel war. Angie sieht man an, dass hier Brüssel fast zu viel war. Banken verzichten bei Griechen und jetzt kommt China. Denn wenn die Kohle ins System hebeln, läuft der Laden wieder. Im Südosten der Türkei wütet ein schweres Beben und zerstört tausende Häuser. Hunderte Menschen verlieren ihr Leben. Es herrscht klirrende Kälte, doch weil sich Rettungskräfte kümmern, finden sie immer wieder Überlebende unter den Trümmern. Einmal durchsehen. Wenn es wirklich stimmt, was die Experten sagen, knacken wir in diesen Tagen die 7 Milliarden. Der Mensch ist überall, vor allem in Riesenstädten und deshalb auch das Geschwür dieses Planeten. Es war ein großer Fang, der den Berliner Polizisten jetzt gelang. Der Mann, der ihnen ins Netz ging, zündete mehr als 100 Autos an. Nicht weil er linksextrem ist, spielte der Lackierer mit den Flammen, sondern wegen seinem Sozialneid setzt er die Karren in Brand. Das wird von Generation zu Generation weitergetragen. Weil bis es jetzt in die Kinos kam, vor ein paar Tagen, ohne viel zu verraten. Und damit ihr Fans bleibt, Tim und Struppi jagen an der größten Schätze der Menschheit. Wir blicken zurück auf das, was Deutschland bewegt, auf das, was überall passiert, während die Woche vergeht. 7 Tage lang News, die Welt der Nachrichten lebt. Wir blicken zurück auf das, was täglich so geht. Wir blicken zurück auf das, was Deutschland bewegt, auf das, was überall passiert, während die Woche vergeht. 7 Tage lang News.